Ein echt verregnetes Hundewetter. Danach sehnt sich in diesen Tagen sicher nicht nur der ein oder andere Vierbeiner. Denn die Hitzewelle, die derzeit das Allgäufest im Griff hat, ist oft nur schwer zu ertragen. Einfach mal abtauchen ist da oft die letzte Rettung. Doch nicht nur Rekordtemperaturen von über 30 Grad können uns zu schaffen machen. Auch die schwüle Luft drückt auf den Körper. Das hängt damit zusammen, dass unsere Heizung, sprich unsere Kühlung, unser Schwitzvermögen durch eine feuchtere Luft stärker beansprucht wird und damit ans Limit kommt. Und in dem Moment, wo wir uns dann nicht weiter runterkühlen können, dann fühlen wir uns unwohl. Das heißt, die Körperkerntemperatur steigt dann auf 37, 37,5 Grad und dann fühlen wir uns in der Regel unwohl. Doch nicht immer ist eine nasse Abkühlung greifbar. Mit ein paar Tipps vom Mediziner lässt sich die Hitze besser ertragen. Erstens, nie länger als 30 Minuten am Stück in der direkten Sonne bleiben, lieber ab und zu in den Schatten ausweichen. Zweitens, tragen Sie leichte, helle Kleidung, im Idealfall zusammen mit einer Kopfbedeckung. Und drittens, vor allem viel trinken. Mindestens 4 Liter sollten es bei einem Erwachsenen schon sein. Und dabei gilt, nicht nur das wie viel, auch das was ist entscheidend. Man sollte größere Mengen Alkohol meiden, denn Alkohol führt dazu, dass man mehr Wasser lassen muss, als dass man letztendlich zuführt. Das heißt, Alkohol ist letztendlich etwas, was einen durstig macht. Und dazu kommt halt die Wirkung des Alkohols noch dazu. Das ist auch nicht gerade ungefährlich. Und man sollte eigentlich nicht zu kalte, das klingt paradox, nicht zu kalte Getränke zu sich nehmen, weil der Körper eben dann merkt, die Körperkerntemperatur fällt, er fängt an zu frieren und dadurch fängt er an, noch mehr Flüssigkeit sozusagen zu mobilisieren. Obwohl kalt, Eis ist in Maßen schon erlaubt. Gerade ältere Menschen und Kinder sind von der Hitze am meisten betroffen. Kinder haben ja bezogen auf ihr Körpervolumen eine sehr viel größere Körperoberfläche und strahlen natürlich viel, viel schneller Wärme ab, beziehungsweise stauen auch schneller Wärme. Das ist sehr gefährlich. Ältere Menschen haben weniger Körperflüssigkeit in sich und drohen natürlich dann, wenn sie anfangen zu schwitzen und nicht trinken, auch dann, wie gesagt, in Probleme zu kommen. Also da muss man ganz besonders aufpassen. Ein weiteres Thema ist in diesen Tagen der Sport. Da gibt es Entwarnung. Mit der richtigen Kleidung, genügend Wasser und ein paar Pausen ist leichter Sport erlaubt. Echte Ausdauersportarten wie Marathonlaufen oder eine anstrengende Mountainbike-Tour sollte man in diesen Tagen besser lassen. Egal ob beim Shoppen oder beim Sport, kommt es einmal zum gefürchteten Hitzekollaps, gilt laut Mediziner. Wenn man selber umfällt und sich nicht mehr selber helfen kann, dann müssen die umgebenden Personen meistens in der Familie darauf reagieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Arzt hinzuzuziehen, der also Kreislaufpuls, die Vitalfunktion misst und dann auch rasch, wie gesagt, den Flüssigkeitsersatz zuführt. Und wenn der Körper überhitzt ist, also den klassischen Sonnenstich hat, dann muss auch der Patient ins Krankenhaus und muss kontrolliert sozusagen abgekühlt werden. Also durch zum Beispiel abgekühlte Infusionen, die jetzt nicht 0 Grad sind, aber das muss man machen, weil das auch wieder eine starke Kreislaufbelastung ist. Das kann unter Umständen gefährlich sein. Mit diesen Tipps heißt es dann, den Sommer genießen, solange er noch bleibt. Und wenn es doch mal zu heiß wird, am besten abkühlen.